Seit gut einem Jahrzehnt engagiert sich Tirol für den Kosovo. Genauer gesagt, es handelt sich dabei um Initiativen aus der Landesregierung und da speziell geht es um landwirtschaftliche Hilfe. Bei aller technologischer Innovation ist doch der strategisch durchdachte Aufbau einer funktionierenden Landwirtschaft die Basis eines jeden Staatswesens. Und hier wurde bis heute Hervorragendes geleistet. 3 Monate Trockenheit und ein insgesamt extrem heißer Sommer, das ist das Klima im Kosovo und das ist der Grund, dass man sich in Tirol konkret daran gemacht hat, die Wasserversorgung für den Apfelanbau durch geeignete Anlagen in Gang zu setzen. Diese Maßnahmen bedingen natürlich eine wechselseitige Beziehung. Darum werden kosovarische Landwirte zunächst immer in Tirol geschult, bevor man mit ihnen gemeinsame Projekte startet. Eine qualitativ hochwertige Schweinefleischproduktion mit modernen Mitteln bedingt freilich eine moderne Infrastruktur mit geeigneten Stallungen und der Errichtung eines modern ausgestatteten Fleischverarbeitungsbetriebes. Es ist so, wir haben uns jetzt gerade also das Bild machen können von einem von Tirol aus geplanten, errichteten Schweinestall mit entsprechendem Schlachthaus. Man muss sich vorstellen, das ist ein Beitrag, dass sich wiederum ein Teil der Region Kosovo selbst versorgen kann mit Schweinefleisch. Früher haben sie aus Brasilien tiefgekühltes Schweinefleisch importieren müssen. Jetzt produzieren sie es vor Ort in bester Qualität mit dem Know-how aus Tirol. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt für eine gute Weiterentwicklung. In der Tat eine gute Weiterentwicklung. Vergleichbares findet bei der Schafszucht statt. Schafskäse, andere Milchprodukte und gutes Lammfleisch werden die Regale bereichern und gute kosovarische Schafswolle wird jetzt auf dem Markt bald seine Abnehmer finden. Rinderzucht und Milchwirtschaft nach Tiroler Erfahrungen haben sich schon seit einiger Zeit etabliert. Daraus entwickelte sich rasch eine effiziente Gemeinschaft bei den Milchbauern. Auf diese Weise entstehen homogene Strukturen in einer einstmals destabilisierten Region. Der landwirtschaftliche Produktionsprozess hat sich unter den Augen der Tiroler Fachleute außerordentlich positiv entwickelt. Ja, es waren auch wieder immer Leute von uns, dass sie vor Ort die Situation sehen und beurteilen können. Kommen wieder für ein paar Tage immer Leute, Spezialisten hierher und arbeiten mit den Bauern hier auch. Und es ist eigentlich immer wieder ein ständiger Wechsel, ein ständiger Kontakt. Wissensaustausch in alle Richtungen, dass wirklich irgendwo diese Projekte zu Erfolg führen. Ne? Wer weiß, bald gibt es auch guten Tiroler Schnaps aus dem Kosovo. Denn diesbezüglich fand sich ein Betrieb, der wohl bald in der Lage sein wird, auch derartige Spezialitäten zu produzieren. Gut geeignet, um bereits jetzt auf das Erreichte ein Glas zu heben. Ja, generell, wenn man das erste Mal im Kosovo ist, dann stellt man fest, dass das ganze Land im Umbruch ist. Und Umbruch bedeutet eben, dass man auch Unterstützung braucht, dass man den richtigen Weg findet. Und so habe ich jetzt also mich schon davon überzeugen können, dass die Tiroler Hilfe, bei der es ja im Wesentlichen auch um Wissensvermittlung geht, dass die greifen, dass die Menschen, auf denen man zugeht, dass die Unterstützung annehmen und aus dieser Unterstützung auch etwas machen. Mit diesen Projekten haben wir vor allem mit dem Wissen unserer Landwirtschaftsexperten, glaube ich, sehr viel vermitteln können, denn unser Vorteil in Tirol ist nicht nur der materielle Wert, den wir liefern, sondern vor allem das breite Wissen, das durch Experten und die Landwirtschaftsschulen gebracht wird. Tirol installiert geeignete Anlagen, arbeitet kosovarische Landwirte ein und fördert so die Eigenversorgung der Region. All das, was vom Land Tirol in Gang gesetzt wurde, trägt zu außerordentlich guten Beziehungen zum Kosovo bei. Die Landwirtschaft ist nicht nur hier im Kosovo das Rückgrat der Entwicklung, das haben wir auch, nur hier ist es noch viel dringender. Die Landwirtschaft ist beschäftigungsintensiv. Es gibt einen sehr niedrigen Eigenversorgungsgrad im Kosovo mit landwirtschaftlichen Produkten und sind teilweise bei 30-35% nur. Also hier gibt es enormen Bedarf, nur gab es noch immer auch offene Fragen, was die Rechtssituation bei Grundstücken angeht. Das hat man jetzt aufgearbeitet, das ist im Prozess der Fertigstellung und mit dieser Lösung sollte es auch einen Schub in Investitionen in der Landwirtschaft geben. Und diese Investitionen, gerade im Bereich der Landwirtschaft, von der Eigenversorgung abgesehen, ist ein absoluter Zukunftsmarkt hier. Derartige Kooperativen weiter ausbauen, um damit Freunde zu gewinnen, erfüllt mit Stolz die Kosovaren
und die Tiroler gleichermaßen.